Weihnachten steht vor der Tür und ich verlose eine Nintendo Switch zu Weihnachten. Schaut gerne beim Gewinnspiel rein, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde, beziehungsweise das erste Mal eine Runde, Football Manager 2020, meine Freunde. Und ich habe hier schon mal meinen Charakter erstellt. Und Alter, ja, ich bin nicht der Allerschönste, aber was die hier mit meinem Gesicht gemacht haben, das ist ja wohl... wir starten eine Karriere... Mit Dortmund, mit Schnellstart, damit wir auch heute noch ins Spiel kommen. Wir haben eine halbe Stunde ungefähr Zeit, wie schon im letzten Video. Da kam Lost Ember, guckt da gerne rein, falls ihr es verpasst habt. Ansonsten, ja, werde ich jetzt vor jedem Video, so gut ich kann, einen Gewinnspielhinweis einblenden, weil ihr könnt immer noch eine Nintendo Switch gewinnen, Freunde. Macht dafür einfach mit, es lohnt sich. Wenn ihr hier nur abonniert habt, das ist ein Los, ne? Mehr braucht ihr gar nicht, um eventuell zu gewinnen. Das ist ein Los. Klar, es machen schon über 1000 Leute mit keine Ahnung, 6000 Losen oder so gefühlt. Vielleicht auch nur 5000, vielleicht auch nur 4000. Ist ja egal. Die Chance ist nicht unbedingt riesig, eine Nintendo Switch zu gewinnen. Aber wenn ihr eh folgt, müsst ihr das nur kurz bestätigen, dass ihr abonniert habt auf YouTube. Wenn ihr idealerweise noch auf Twitch mir folgt, auf Twitter, Instagram, whatever, dann könnt ihr das auch noch bestätigen und dann geht die Luzi schon ab, dann habt ihr schon 4 Lose alleine durch Follows, einmal noch retweeten bei Twitter, 5 Lose geschenkt. Einmal noch YouTube besuchen. Ah, bei YouTube muss man nur besuchen, da muss man gar nicht Abonnent sein. Also, was soll die, ne? Der Geiz, sagen wir es mal so. Ich habe hier schon soweit gemacht, Empfehlung für Borussia Dortmund. Komm, machen wir das mit. Eieiei. Ja, Borussia Dortmund stellt Fries an. Wundert mich ein bisschen, euch auch, aber so ist das halt, ne? Angeblich, glaube ich, hat das Spiel offizielle Lizenzen der Bundesliga, was ziemlich nice ist. Es gibt ja kein EA-Fußballmanager mehr. Ja, hier seht ihr offizielle Lizenzen, Sancho, dies, das, Ananas. Topverdiener Marco Reus, großes Talent, Trainer. Trainer, großes Talent, ja, kann man schon so sagen. Hier haben wir ein paar Ziele, die wir so haben. Kann man, glaube ich, auch nicht ändern. Ah, in Kürze meldet er sich, um das mit mir zu besprechen. Hier sehen wir, was wir alles für Sachen haben. Einführung in allem möglichen Gedöns. Gucken wir mal, was da auf uns wartet. So, jetzt müssen wir gucken, was wir als erstes machen. Ich würde sagen, all das ist schon alles auf Ja geklickt, muss man nicht dingsen. Von daher steht wahrscheinlich als erstes die Pressekonferenz an. Wir speichern einmal. So, gucken wir mal. Hier ist auch schon die Mail über Dings. Er speichert gerade noch, das dauert immer einen kurzen Moment scheinbar. Hier ist auch schon die Mail über Vereinsziele. Können wir noch ein bisschen, nee, können wir nicht. Okay, paar Ziele, die man so erreichen muss. Ende aktuelle Saison zum Beispiel. Qualifikation für Euro Champions Cup. Da ist scheinbar nicht die offizielle Lizenz, sagen wir es so. DFB-Pokal-Finale erreichen, mindestens, ist aber gering. Supercup nicht wichtig. Champions Cup erste Ausscheidungsrunde erreichen, ist Pflicht. Und bestes Nachwuchssystem des Landes errichten. Und ein bisschen was hier, was auch Pflicht ist. Spieler unter 23, keine Spieler über 30, Hummels also nicht mehr verpflichten. Ist Hummels über 30? Ich glaube schon. Ja, gucken wir mal. Hier ist Einführung Taktik. Okay, Fitnessbericht vor der Saison. Top-Verfassung Lukas Piszczek, Witze, Hummels, Schmelle und Götze. Mathieu Moret kehrt verletzt zurück. Ein paar sind noch bei der Nationalmannschaft. Alles gut, Regeln zur Kaderauswahl. Mindestens 15, maximal 99. Mindestens 8 müssen zwischen 15 und 21 sein und in Deutschland ausgebildet worden. Mindestens 4 müssen 3 Jahre bei Dortmund ausgebildet werden. Deutsche Spieler mindestens 12. Kaderregeln
Euro Champions Cup gibt es auch noch ein bisschen was. Okay. Deutsch Transfers. Lucas Hernandez, Luka Jovic und Sebastian Haller in der letzten Zeit scheinbar. Ja. Gucken wir mal. Hier sind ein paar Vorschläge. Mats Hummels Vizekapitän. Okay, man muss zuerst eine Taktik machen. Ich will Tiki-Taka. Ich glaube, die können das. Tiki-Taka im 4-2-3-1. Okay, man kann ziemlich viel einstellen, Freunde. Ich blicke da noch nicht ganz durch, ehrlich gesagt. Deswegen lasse ich das erstmal. Ecken, dies, das. Okay, geeignete Schützen. Einstellungen, Mitarbeitervorschläge. Okay, hier sehen wir, wer so Trainer, Co-Trainer und so ist. Lars Ricken macht hier auch was mit Jugendspielern und so. Das sind schon alles Namen, die man, glaube ich, auch kennt. Volker Pröpper sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Aber der Rest vom Namen her kennt man als Dortmund-Dings. Fahnen. Ah, können wir hier können wir die Ziele fahnen, habe ich gerade gar nicht gesehen. Wir wollen natürlich Titel in der Bundesliga. Sehr schön. Saisonende 2021. Ah, okay, man kann es hier für die nächsten Saisons schon einstellen und teilweise auch verschieben. Hier zum Beispiel kann man dahin verschieben. Okay. Ja, viel kannst du da jetzt erstmal nicht verhandeln. So wie es aussieht. Doch, man kann hier Sachen rausnehmen lassen. Aber okay. Habe jetzt erstmal nicht wirklich verhandelt und dann geht's weiter. Ja, Meeting über Vereinsziele. Da müssen wir mindestens Qualifikation für den Champions League Cup, Finale erreichen und erste Ausscheidungsrunde erreichen. Bestätigen. Fortfahren. Passt. Änderung des Trainingsplans. Also man kriegt hier relativ viele Infos und man wird davon auch so ein bisschen erschlagen, muss ich am Anfang gestehen. Vielleicht fuchst man sich da einfach rein, würde ich sagen. Deswegen, falls ihr mehr davon sehen wollt, auf jeden Fall Kommentar hinterlassen, damit wir das dann im Stream machen. Weil ihr seht hier auch, okay, Brasilien Transferfenster offen. Können wir da vielleicht ein geiles Talent verpflichten oder so? Das wär's ja. Rodrigo und Renan Lodri und Pedro wechseln auf jeden Fall erstmal. Okay. Können wir uns das mal selber angucken, was es da für Spieler vielleicht gibt? Das wäre ziemlich cool, sieht aber gerade nicht so aus. Wir können natürlich hier. Wo ist hier Scouting? Scouting. Leon Bailey wurde gescoutet. Zorc empfiehlt Bailey, der bereits bekannt ist. Bailey wäre gute Verpflichtung. Würde ich sagen, machen wir mal ein Angebot. Gucken wir selber natürlich. Wert 38 Millionen. Ich glaube nicht, dass wir mit 38 da langkommen. Bis zum 24.07. Ja, das ist ja egal. Ist ja jetzt schon quasi. Transferdatum, nächste Möglichkeit. Zusätzliche Klauseln. Nach Ligaeinsätzen 10 Spiele. Gibt es nochmal, keine Ahnung, 1 Million obendrauf. Und Prozentsatz des Profits aus dem nächsten Verkauf. Machen wir mal 20%. Fahren wir mal. Die haben das jetzt geändert. 144 Millionen. Eieiei. Ja, Freunde Bailey, ich würde mal sagen, warte. Nein. 144 Millionen. Angebot abbrechen. Ja, Junge, was ist mit dem? Ja, hier haben wir
Dominik Csobotschlai oder so. Der wäre eine sehr gute Verpflichtung. Scouting fortsetzen. Kräftiger Spieler. Beratergebühr, müsst die Sprache lernen. Konaté, der ist ja schon bei Leipzig. Aber wir können mal ein Angebot machen, würde ich sagen. Gucken, was hier auf uns wartet. Komm, machen wir mal 8 Millionen oder so. 7,5. Gucken wir mal. Verhandeln. 138 Millionen wollen die. Freunde. 138 Millionen. Ich habe 15 Millionen Transferbudget. Ja. Tut mir leid, aber Computer sagt nein. Alter Schwede. Ich muss mal so Dingsspieler finden hier. Costa. Also, wir müssen mal gucken. Interessiert an Transfer? Kann man hier irgendwie einstellen? Gehaltsbudget ist halt einfach nicht wirklich da. Gut, dass man hier weg... Ah, ich habe weggeklickt. Senior-Paket. Scouten weltweit, würde ich sagen. Und nehmen das Paket hier. So. Dann müssen wir gucken. Scouting-Zentrum. Verwerfen. Okay, momentan noch keine neuen Dings, dann gehen wir erstmal in den Posteingang, würde ich sagen. Strafenkatalog, sehr wichtig, Freunde. Training verpasst, halbe Woche, hä, was? Ah, das sind Geldbußen. Da bitten wir mal unseren Co-Trainer, den Money. Sie bestätigen das dann. Okay. Irgendwie fehlt mir der Ton bei dem Spiel. Ist hier keiner oder gibt es hier Optionen oder so? Wo ist denn die Option? Welt, Hilfe, Option. Habe ich Ton ausgemacht vielleicht aus Versehen? Erweitert. Lautstärke. Sound im Spiel, aber der ist scheinbar nur im Spiel. Vorher gibt es keinen Tonscheimer, würde ich sagen. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. So, Länderspielbericht. Von Dan Axel Zagadou. Einführung Teambericht. Verletzungsbericht. Oh, ausgekugelte Schulter. 3 bis 4 Monate. Packt das Ding wieder rein und dann ist gut. Ey, was ist denn hier los? Bereit für neue Herausforderung. Na dann. Passt das doch. Könnte besser werden als Ömer Toprak. Na nice. Der kann besser werden als Thorgan Hazard. Oh, Sancho besser als Marco Reus. Okay. Einführung Mannschaftsgefüge. Ich stelle mich dem Kader auf jeden Fall mal vor. Leidenschaftlich wie ich bin. Stelle ich mich davor. Wo muss ich jetzt drauf drücken? Leidenschaftlich. Ah, hier. Zufrieden mit dem neuen Trainer. Schmelle natürlich. Ist jetzt hier wieder ruhig, oder was? Ach so, man kann jetzt hier... Brandt hat nichts zu sagen. Okay.
Moral ist auf jeden Fall ein bisschen höher gegangen bei den meisten. Das passt soweit. Und dann gehen wir fortfahren. Einführung Training gibt es diesmal. Blablabla. Okay. Also an sich, ne, man muss hier viel tiefer in die Materie gehen, wenn man wirklich sich die Zeit nehmen will. Aber ich will euch ja auch heute noch idealerweise ein einziges Spiel zeigen. Zu mehr werden wir nicht kommen heute wahrscheinlich. Ich treffe mit Medien aufeinander. Natürlich nehme ich dran teil. Erste Gedanken nach meinem Amtsantritt natürlich. Freunde, ganz einfach, ne? An sich leidenschaftlich, ich bin total begeistert. Ich wollte schon immer Dortmund-Trainer werden, jetzt ist es mir scheinbar irgendwie gelungen. Ja, läuft bei mir. Ja, großer Fan des Vereins. Was soll ich sagen? Großes Gefühl. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Ziele mit denen des Hauptgeschäftsführers übereinstimmen? Watzke ist da ganz meiner Meinung, gell? Wir wollen Meister werden, die Bayern schlagen, Champions League einfach gewinnen. Na, guck mal, wie ich hier aussehe. Wie so ein blaues Alien. Ich habe mehr die Farbe meines Pullis als die normale Farbe. Mit 28 Jahren, ja, was soll ich sagen, ne? Also, an sich passt das schon. Große Erfolge als Spielerkarriere damals noch. Bei SV Kreino 4, Freunde, wer es nicht weiß, hatte ich große Erfolge. Wir waren zweimal in der Stadtmeisterschaft und haben beide Male verloren. Und auch in der Schülermeisterschaft war ich dreimal im Finale, wohlbemerkt, ne? Stadtmeisterschaft genauso. Und habe dreimal verloren. Sensationell, oder? Und einmal waren wir in der Schülermeisterschaft nur im Finale, weil die andere Mannschaft einfach abgesagt hat und wir dann einfach, obwohl wir in dem Jahr gar nicht angemeldet waren, da kicken durften. Mega geil. Hatten wir auf einmal Schülermeisterschaftsfinale, obwohl wir gar nicht mitgemacht haben. So. Aber, naja, ne? Ja. Gucken wir mal. Wir schätzen jetzt einen Trainer ein, der viele junge Talente in ihm erst. Alter Schwede, wie viele Fragen kommen hier? Kann ich irgendwann hinausstürmen? Verbleibende Fragen hier oben. Ah, das wird ja gar nicht weniger. Ich drücke jetzt einfach irgend. Alter, wie viele Fragen? Andere Anmerkung. Penis. Kann ich das so abschicken? Wie viele Fragen waren das? Also ihr seht, wie umfangreich das Spiel ist. Und wir haben jetzt hier gleich ein Spiel. Das ist auch gut, dass wir das Spiel haben. Weil ich kann nicht mehr. Teamauswahl. Muss ich die jetzt alles selber hier einstellen oder was? Wer da spielen soll? Mannschaft. Okay. 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 Zum Spiel würde ich sagen. Ich muss noch Spieler in die Auswahl packen hier. Ifi. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich den nicht angeklickt? Soll ich die beiden mal tauschen? Vorne dran natürlich Paco. Dann hier Axel. Hier Thomas. Warum ist er nicht? Ach, der ist noch gar nicht da. Ich kann die gar nicht spielen lassen. Ja, dann packen wir hier Julian rein. Hier packen wir Jakob rein. Ah, der ist auch nicht da. Oh, come on. Wo sind denn die alle? Oh, was habe ich? Ich muss den Pfeil daneben drücken. Okay. Torgen haben wir da. Dann müssen wir hier quasi Julian reinpacken. So, Mats. Ja, Innenverteidigung, Freunde. Die sind alle Länderspielreise. Weil jetzt ziehen wir nach hinten. Hier können wir nämlich noch auf.
Götze setzen. Alter, das ist gar nicht seine Position. Wen heißt der ist da, oder? Ja. Okay. Ja, hier. Schade. Ich habe kein Torwart. Ich habe einfach keinen. Kann man hier irgendwie Co-Trainer das machen lassen? Ich habe kein Torwart. Aufstellungsempfehlung. Bertelt. Komm, wir lassen das einfach komplett den Torwart machen. Den Co-Trainer machen. Dann gehen wir zum Spiel. Bereit zum Spiel? Ja. Gucken wir mal, wie das im Spiel aussieht, Freunde. Eieiei. Man kann da so viel einstellen, ne? Und ich bin komplett verwirrt. Ja. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Zeit für die Mannschaftsansprache. Da müssen wir natürlich nochmal alle heiß machen hier. Ich denke, wir sollten die Mannschaft ermutigen. Ja, wie mache ich? Ah, ich muss hier oben wegklicken. Ja, ich habe das schon gecheckt, wo man das macht, Freunde. So. Keine besondere Reaktion. Da müssen wir die Verteidigung noch heiß machen hier. Leidenschaftlich. Keine besondere Reaktion. Alter, was ist mit denen? Aggressiv. Läuft bei mir. Missmutig. Effizienz. Hört so aufmerksam zu. Immerhin einer, der aufmerksam zuhört. Alter Schwede. Läuft doch. Okay, das Spiel startet, Freunde. Uiuiui. Okay. Spielen, bitte. Please. Vielleicht. Okay, das Spiel ist gestartet. Böhme am Ball. An sich spielt er die U19 gegen die normale Mannschaft. Uiuiui. Wo steht denn hier? Ich dachte kurz, das ist Echtzeit. Also die Szenen, die gezeigt werden, sind Echtzeit, aber ich glaube, das wird teilweise hardcore geskippt. Jetzt zum Beispiel Bertels den Ball. Und jetzt wird wieder geskippt, oder? Oder auch nicht? Alter. Also ihr seht, wie detailliert dieses Spiel ist, dass hier sogar fast alles hiervon gezeigt wird, so. Ja, kann man machen. Kann man das auch schneller machen? Zurufe, ich will reinrufen. Oh, Hazard ist durch. Hazard mit dem Schuss. Gehalten. Von unbehauen, Freunde. Eieieiei. Der hält den Ball her. Aufmuntern. Klare Sache. Ich will nicht nebenbei noch das hier. So, Hazard jetzt mit dem Pass. Ah. Uiuiui. Das dauert jetzt echt hier so lange, oder was? Kann man das irgendwie... Okay, man kann es ein bisschen ziehen. Auch ein bisschen schneller machen. Änderung durchführen. Der ist im Aus, oder? Reus will sich da durchsetzen, schafft es aber nicht. Ich will keine Highlights hier sehen. Ich will Zeit skippen. Kann das irgendwie einstellen? Kamera höher. Regisseur, Spieltempo zwischen Highlights, während Highlights.
Ah. Warum ist das ein Highlight? Oh, Thorgan Hazard mit dem 1-0 frei, ne? Schöne Flanke, wohl bemerkt da. Und da rappelt's im Karton. Tong, 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 tong. Warum ist hier oben manchmal? Jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Ja, 1-0 in Führung. Guerreiro jetzt mit der Flanke rüber. Hazard. Warte auf Highlight. Ja, da warte ich auch drauf. Oh, den Gegner im Ball. Was? 1-1? Abseits. Ah, abseits. Ich dachte kurz. Dann ist ja alles gut. Ich habe hier absichtlich natürlich beschleunigt das Ding, weil, puh, müssten wir uns das in Echtzeit angucken, wenn wir noch morgen dran freuen, ne? Kann man auch. Lieber Anschluss früher. Anzeigen. Gesamtes Spiel, nur Kommentar. Gucken wir mal, was hier so geht. Okay, hier rappelt die Zeit einfach durch und unten laufen die Kommentare. Quasi. Ihr seht die auch, ja. Dann gibt es hier entscheidende Highlights. 1-0 zur Halbzeit. Erstmal in die Kabine. Übergeben an Co-Trainer, machen wir. Okay. Zweite Halbzeit starten. Entscheidende Szene. Ecke von uns. Warum entscheidende Szene? Der Gegner kontert. Hört auf damit bitte. Danke. Give me the ball. Warum ist das jetzt eine entscheidende Szene? Piszczek. Knapp vorbei. Okay. Also die entscheidenden Highlights sehen wir jetzt. Und der Rest läuft unten einfach schnell durch. Schnell und schnell. Also richtig schnell. Jetzt wieder eine entscheidende Szene. Hazard. Piszczek, Flanke. Da ist das 2 zu 0. Paco Alcácer nach Vorlage von Mario Götze, Freunde. Läuft. Hier sehen wir es nochmal. Götze mit einem unglücklichen Schuss, beziehungsweise gehalten von Unbehauen. Und Alcácer schiebt den Ball dann ins Tor. Was ich ein bisschen schade finde, dass die Bannenwerbung nicht die vom allgemein, das Stadion ist auch, glaube ich, nicht. Nee, das Stadion ist auch nicht das Signal Iduna, der Signal Iduna Park. Das ist irgendwas anderes, wo wir da spielen. Zumindest vom Aussehen her. Viel zu viele Sitzplätze und so, Freunde. Das geht so nicht. So. Warum zeigen wir uns das Highlight? Der Ball war nicht drin. Aber okay, Highlight vorbei. Guerreiro hat desinteressierte Körpersprache. Kann man auch mal machen. Nächster Highlight. Ich hätte hier gerade wechseln können. Ich war aber nicht schnell genug. 2 Minuten Nachspielzeit. Spiel vorbei. 2-0. Ja. Jean Puyol hat das Spiel vorhergesagt. Alles gut. War eine sehr gute Leistung, würde ich sagen. Einige reagieren positiv, einige negativ. Okay. Kann man so mitnehmen, denke ich. Eieiei. Lotte. Testspiel. Steht als nächstes an. Fries begeistert von Aussichten. Alter, was ist das für ein Foto? Angebot für Erhorn. Bedenkt Angebot. Name. Psychotherapeut. Der will doch nicht hier gehen hier. Das geht nicht. Eduard Graf sollen wir holen, oder was? Okay. Kann man nochmal bei Scouting vorbeigucken? Das interessiert mich ja eigentlich fast am meisten. Keine Empfehlung gerade. Uiuiui, gibt es hier irgendwo Jugend direkt?
Kann man direkt auf die Jugend gucken? Financial Fairplay wurde auch bedacht, das finde ich nett. Also hier bei Leistungszentrum. Überspringen, ich brauche keine Einführung. Ich bin Profi. Neun Spieler verliehen. Kandidaten für die erste Mannschaft. U19, gucken wir mal da rein. Jugendspielerkandidaten. Oh, ist keiner dabei. U19. Wer hat denn am meisten Potenzial? Sergio Gomez, danach Dennis Burnic, warum auch immer der in der U19 ist. Kann man hier mal. Okay, also man kann noch auf jeden Fall mit dem reden und so. Das Spiel ist echt mega umfangreich. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Ich würde aber sagen, Freunde, wir fuchsen uns dann im Stream raus, wenn ihr Bock da drauf habt. Rein, nicht raus. Wir fuchsen uns dann im Stream rein, wenn ihr Bock da drauf habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao!